Hallo, hier ist euer Pyrus mal wieder und heute machen wir einen kleinen Kanonenschlagvergleich. Da haben wir zu einem die Komet-Böller aus dem Aldi aktuell. Dann die Keller Cubic Thunder sind am Ende ja auch von Komet, aber wir testen sie trotzdem. Und ganz aktuell aus dem Lidl die Kubis. Und ich würde sagen, wir starten einfach ganz traditionell mit den Lidl Kubi. Ja, war in Ordnung. Weiter geht's mit dem vom Keller. Ja, um einiges besser. Obwohl, sonst nehmen sie sich alle nicht viel. Aber jetzt waren sie um einiges besser. Und der von Komet noch. Ja, also der Cubic Thunder und der Komet am besten. Der Weco war diesmal nicht ganz so gut. Aber ansonsten aus den anderen Tests geht es hervor, dass alle drei ziemlich gleich gut sind. Also sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, euer Pyrats.